Zum ersten Mal seit 1978 steht die deutsche Fußballnationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft nicht in der Runde der besten vier. Im New Yorker Giants Stadium unterlag das Team von Bundestrainer Berti Fuchs den Bulgaren, die nun im Halbfinale auf Italien treffen. Nicht. Die Polizei war mit etwa 100 Beamten vor Ort, griff aber nicht ein und nahm niemanden fest. Vor dem Rückflug der deutschen Fußballnationalmannschaft, die gestern im Viertelfinalspiel gegen Bulgarien bei der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, hat der DFB heute in New York eine Pressekonferenz gegeben. Ein Bild mit Symbolcharakter. Der Lack ist ab, die Freiheitsstatue in der Nähe des Mannschaftsquartiers verdeutlicht das Dilemma des noch amtierenden Weltmeisters. Erklärungsnotstand in der Hotelfestung. Die Hauptfrage, bleibt er oder geht er? Und wir müssen verdammt umdenken. Und das wären wir beim DFB. Aber nur nach einer Niederlage aufhören, viele fordern das ja, das weiß ich ja. Aber das entscheidet alleine der DFB. Nicht die Presse. Der DFB steht voll hinter seinem Trainer Berti Vogts und er hat das selbstverständlich auch in dem Sinne jede nur denkliche Unterstützung beim Aufbau der Mannschaft, die sich nun qualifizieren muss für 1996. Und in der wird einer mit Sicherheit nicht mehr dabei sein, Bodo Ilgner. Er wurde verantwortlich gemacht für den Ausgleichstreffer. Nach dem Spiel noch in der Kabine gab Ilgner seinen Rücktritt bekannt. Hier, muss ich sagen, ist das der einzige Fehler, den ich gemacht habe, dass ich mich eigentlich gegen Andreas Köpke entschieden habe. Aber nach dem Turnier ist man schlauer. Letschkows 2:1, das WM-Ende und zugleich der Beginn eines Neuaufbaus. Vorneweg ein entschlossener Berti Vogts. Gestern haben wir verloren. Ich lag schon oft am Boden, auch als Spieler. Und ich habe es wieder geschafft, aufzustehen. Der Spanier Miguel Indurain ist auf dem besten Weg, wieder die Tour de France zu gewinnen. Der Toursieger der vergangenen drei Jahre holte sich heute das gelbe Trikot des Spitzenreiters, nachdem er das Einzelzeitfahren über 64 Kilometer von Périgueux nach Bergerac klar für sich entscheiden konnte. Zweiter wurde der Schweizer Toni Rominger mit einem Rückstand von 2 Minuten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 12. Juli. Strahlend blauer Himmel, kein Wölkchen weit und breit, das können wir derzeit Charlie verdanken, einem Hoch über der Ostsee. Es hält alles, was nach Wolken und schlechtem Wetter aussieht, von uns fern, somit auch den Wolkenstreifen, der sich von Norwegen bis Großbritannien erstreckte. Charlie bleibt wetterbestimmt. Deshalb morgen wieder in ganz Deutschland ununterbrochen Sonnenschein. Lediglich am Alpenrand ziehen am Nachmittag Quellwolken auf, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei warmen 13 bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 27 bis 31, am Oberrhein sogar bei 33 Grad Celsius. Dazu weht ein schwacher, tagsüber etwas auflebender Wind aus Ost bis Südost. Es bleibt heiß. Am Donnerstag steigt die Quecksilbersäule wieder bis auf 34 Grad. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Darin Geschichten aus der Provinz. Ein Präsident in Oggersheim. Und der Tag danach, die bittere Bilanz der deutschen WM-Kicker. 0,4 Prozentpunkte auf dann 12,7% sinken. Das beschloss heute die Vertreterversammlung in Weimar. Für die Versicherten in Westdeutschland, so hieß es, könnte der Beitragssatz gegenwärtig noch nicht gesenkt werden. Unauffällig zwischen den übrigen Passagieren versteckt, kamen heute Morgen in Frankfurt 12 Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft an. Nach der Niederlage bei der Weltmeisterschaft warteten keine Fans auf dem Rollfeld, nur mehrere hundert angereiste Journalisten. Doch die betrübten Stars flüchteten sich schnell in den Bus und hatten nur ein paar knappe Worte für das Debakel. Es ist nicht die Welt untergegangen, Fußball ist immer noch ein Spiel. Und ich glaube so oder so, dass es alles in der letzten Zeit oder gerade jetzt um die Weltmeisterschaft oder was auch im Umgang mit unserer Mannschaft passiert ist, viel zu viel passiert ist, viel zu ernst genommen worden ist. Bundestrainer Berti Vogts nahm eine Bitte ernst. Er ging, aber nur in die Ferien. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Juli. Das Hoch über der Ostsee lässt sich nicht unterkriegen. Mit viel Kraft hielt es auch heute fast ganz Europa wolkenfrei. Mit östlicher Strömung sickert so langsam feuchte Luft nach Deutschland. Zunächst scheint morgen noch einmal überall die Sonne. Ab Mittag bilden sich in der Mitte und im Süden kleine Quellwolken. In Alpennähe kann es vereinzelt zu Wärmegewittern kommen.
Die Temperaturen legen weiter zu. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 27 bis 32, am Oberrhein sogar wieder bei 34 Grad Celsius. Dazu weht ein laues Lüftchen aus Ost bis Südost. Die Ozonwerte steigen morgen vielerorts drastisch an. Die kritische Marke von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter wird vor allem im Südwesten überschritten. Es bleibt heiß und überwiegend sonnig. Wärmegewitter am Mittwochnachmittag sorgen kaum für Abkühlung. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute erst um 22.45 Uhr. Darin das BVG-Urteil zu UN-Einsätzen der Bundeswehr, Berichte, Reaktionen, Interviews und unterm Brandenburger Tor Bill Clinton in Berlin.